Hallo YouTube, danke für den Support unter den letzten zwei Videos. Es hat mich sehr gefreut, dass die so gut angekommen sind. Falls ihr mich noch mehr unterstützen wollt, dann lasst doch gerne einfach ein Like und ein Abo da. Aber jetzt ab ins Video. Heute gehen wir das Thema Munition an. Was ist speziell für die ersten Missionen eine gute Wahl? Oder was bedeuten denn die ganzen verschiedenen Kaliber und Kürzel? Die Munitionsarten, die ihr beim Start zur Verfügung habt, sind eigentlich nur auf die M4 ausgelegt. Die anderen Waffen sind aktuell noch nicht so empfehlenswert, da die Shotgun, aber auch die Pistol einfach noch zu ungenau sind und auch irgendwie gefühlt in der Schadensberechnung noch nicht richtig funktionieren. Kommen wir zu den M4 Munitionsarten. Die 55645 FMJ ist eine sehr günstige Munition, die eine leichte Rüstungsdurchdringung bietet, aber dazu auch nur einen leichten Schaden dann verursacht. Schon besser empfehlenswert für den Anfang ist die 556x45 HPBT. Diese hat zwar keine Rüstungsdurchdringung, da aber die Gegner in den Startregionen keine Rüstung besitzen, macht ihr sehr guten Schaden gegen diese ungeschützten Ziele und habt nur eine leichte Zielabweichung. Die 55645 FMJ, die in Klammer dann das M193 hat, bietet schon eine mittlere Rüstungsdurchdringung, die auch mit gutem Schaden und ziemlich zielgenau gute Treffer leistet. Diese werdet ihr dann aber erst bei den ein, zwei nächsten Regionen verwenden. Die 556x45 SP steht für Softpoint, das heißt sozusagen eine weiche Spitze. Das heißt für euch keine Rüstungsdurchdringung, jedoch auch höheren Schaden. Im Gegensatz dazu ist die HPBT jedoch besser auf entfernte Distanzen. Das heißt, wenn ihr eher so seid, dass ihr aus der Entfernung mit dem ACOG und nicht mit dem Rohpunktvisier hantiert, ist die Munition HBBT für euch empfehlenswert. Wenn ihr dann schon einige Gegner im Startgebiet gekillt habt, werdet ihr auch gleich merken, dass die ein oder andere AK ziemlich gute Dienste leistet. Könnt ihr mit Kimme und Korm umgehen, ist das sicher mit der 762x39mm SP Munition eine gute Wahl für euch. Vor allem durch die viele Munition, die euch die Gegner liefern, habt ihr da eigentlich nachher unendlich Schuss. Natürlich ist die Munition etwas rückstoßfreudiger und hat auch etwas ungenaueres Ziel als die 556 Munition. Dadurch seid ihr hier im Full Auto wahrscheinlich falsch und müsst eher dann sehen, dass ihr hier mit dem Single-Fire-Modus ein bisschen besser und platziertere Schüsse abgeben könnt. Auch hier mit dem SP, also Softpoint, habt ihr keine Armor-Penetration, aber das ist in der Start-Area eigentlich sowieso egal und so habt ihr da ganz leicht und viel Munition für viele Gegner und könnt somit eigentlich lange draußen bleiben, ohne wieder Munition kaufen zu müssen. Ja, wie es später weitergeht, desto weiter ihr von der Starterzone entfernt seid, auch so besser werden dann natürlich die Rüstungen von den Gegnern und natürlich weiß man dann noch nicht, was nimmt man. Aktuell gibt es dazu eine Faustregel, das erkennt man an der Dispersion der Kugel. Hier ein guter Grundwert ist die Dispersion. Hier sieht man, alles was dann unter 0% geht, wird eher auf die Armor Penetration ausgelegt sein. Alles, was jetzt über diese 0% geht, sind dann die besseren Kugeln für ungeschützte Ziele. Ich hoffe, auch dieses Video hat euch weitergeholfen und ihr könnt mir gerne ein Like und ein Abo dalassen. Es ist natürlich kostenlos. Ihr würdet mich sehr damit unterstützen und ich in diesem Falle viel Spaß im Spiel und hoffentlich trifft man sich und hat mal den eine oder andere nette Unterhaltung. Bis dann, euer Kühni.